Vor 4 Wochen gab es den ersten Teil zum Thema inneres Kind und ich dachte, heute machen wir weiter damit. Und ich möchte zu Beginn einen Kommentar von Ursa aufgreifen, die schrieb, dass sie sich mit dem Begriff inneres Kind sehr schwer tut. Und da war sie in den Kommentaren auch nicht die Einzige. Und ich kann das gut nachvollziehen, denn letztlich ist das innere Kind ja ein Symbolbegriff, der sich populärwissenschaftlich einfach sehr verbreitet hat. Und da er fast überall verwendet wird, könnte man manchmal mal fast meinen, dass da so ein lolli-schleckendes oder daumennuckelndes kleines Kind in unserer Psyche sitzt. Und nein, das ist natürlich nicht so, sondern es ist eine Metapher für unsere Erinnerungen, für unsere Erlebnisse, für unsere Erfahrungen und unsere Gefühle aus unserer Kindheit. Und sehr populär sind ja auch Formulierungen wie das innere Kind heilen oder dem inneren Kind Heimat geben. Und diese Formulierungen verstärken natürlich den Eindruck, dass da ein richtiges Kind ist. Aber nein, es ist einfach nur eine sehr griffige Umschreibung. Ich könnte auch kindliche Anteile sagen. Und bei so Sätzen wie mit dem Heilen, da tue ich mich manchmal auch sehr schwer. Denn natürlich können wir die Vergangenheit nicht ungeschehen machen. Und wir können nicht zurückreisen und uns als Kind von damals beschützen oder sogar heilen. Das können wir nicht. Was wir aber können, ist mit diesen verletzten Anteilen lernen, im Heute umzugehen und uns im Heute, im Jetzt helfen, alte Wunden verheilen zu lassen. Aber das klingt halt deutlich sperriger als das innere Kind heilen. Und es war John Bradshaw, der den Begriff inneres Kind aufgebracht hat und auch geprägt hat, the inner child. Und ich finde, dass ich rechne ihm das wahnsinnig hoch an, denn er hat uns mit diesem Bild einen sehr griffigen Ansatz gegeben. Und das mag ich, weil es so plakativ ist, weil es so eindeutig ist. Und deshalb verwende ich den Begriff inneres Kind auch, denke mir aber dabei immer mit, wofür dieses Symbol letztlich steht. Die Krux an der Sache ist immer dieselbe. Wenn als Kind meine Grundbedürfnisse nicht erfüllt werden oder sogar noch in ihrer Berechtigung grundsätzlich in Frage gestellt werden, dann erleide ich in meiner Entwicklung emotionalen Mangel. Mama, guck mal. Was ist denn schon wieder? Was ist das? Ich hab das für dich gemalt. Boah, ey. Du nervst. Du bist... Aber ich hab das doch für dich gemalt. Ja, toll. Und jetzt kommt Zisch ab. Zisch ab. Ich will dich erst zum Abendessen wiedersehen. Ich bin beschäftigt. Und diesen emotionalen Mangel, den versucht meine Psyche zu kompensieren. Aber das Gefühl von Mangel oder auch Verlust, das bleibt dennoch erhalten. John Bradshaw hat dafür mal den Begriff des eingefrorenen Kummers verwendet. Und wenn wir uns als Erwachsene mit diesem Mangel der Kindheit beschäftigen, uns das anschauen und wir als Erwachsene die Bestätigung dafür bekommen, dass dieser empfundene Mangel auch real war und dass auch der Kummer darüber berechtigt war und berechtigt ist, dann können Menschen oft als Erwachsene beginnen, diese Trauer zu verarbeiten und diesen kindlichen Kummer, um an diesem Bild zu bleiben, zumindest ein Stück weit aufzutauen oder zum Schmelzen zu bringen, sodass diese Last einfach leichter wird und diese inneren kindlichen Anteile gesehen und in ihren Bedürfnissen auch integriert werden. Und da wird dann von der Heilung des inneren Kindes gesprochen. So, was ist jetzt, wenn dieser innere Mangel
oder dieses innere Sehen. Also wie in dem Beispiel eben. Da war es ja, ging es ja um die Sehnsucht nach Anerkennung und Aufmerksamkeit. Ja? Wenn die nicht erkannt und nicht aufgelöst werden und dieser Mangel sich zum Beispiel über Jahre manifestiert, weil das Umfeld eben so ist, wie es ist, dann kann das als Erwachsener dazu führen, dass jemand zum Beispiel extrem empfindlich darauf reagiert, wenn er von jemandem die Anerkennung und die Aufmerksamkeit nicht bekommt, die er sich in dem Moment wünscht. Und zwar, weil zum Beispiel diese Erinnerung aus der Kindheit und damit auch die Mangelgefühle aus der Kindheit reaktiviert werden. Das zeigt sich dann zum Beispiel in Reaktionen, die eigentlich gar nicht zum Anlass passen. Wo jemand was von seinem Partner vielleicht will und der ist gerade abgelenkt und sagt, Moment, gleich, gib mir noch einen Moment. Und der Erstere flippt völlig aus. Nie hast du Zeit für mich, alles ist dir wichtiger. Sowas zum Beispiel. Weil wir dann auf etwas reagieren, das im Hier und Jetzt gar nicht passiert, sondern nur Auslöser ist. Und wenn sich solche Verhaltensweisen als starre Muster ausbilden und wir nicht in der Lage sind, diese als nicht angemessen zu erkennen, weil wir sie als Teil unserer Persönlichkeit begreifen, in der Fachwelt wird das Ich-Syndrom genannt, dann nähern wir uns dem Bereich der Persönlichkeitsstörung an. Zu denen gibt es von mir schon etliche Videos, deshalb gehe ich darauf nicht näher ein. Und nicht jedes Mangelerlebnis in der Kindheit führt zu einer Persönlichkeitsstörung. Ja, also bitte, so einfach ist es nicht. Aber es kann ein Weg sein. Wisst ihr, ob jetzt in Therapie oder ob in Coachings, die Arbeit mit diesen inneren Anteilen kommt A, sehr oft vor und sie ist auch oft sehr intensiv. Und in meiner Arbeit spreche ich meistens von inneren Anteilen tatsächlich, weil mir auch öfters mal eine Abwehr gegen den Begriff inneres Kind begegnet. Und ich glaube, was auch extrem wichtig ist, dass dieses, ich sag mal, Reaktivieren und sich anschauen von Reaktionen und Gefühlen aus der Vergangenheit, das sollte nicht leichtfertig erfolgen, weil die eben auch sehr, sehr stark sein können. Jetzt ist es im Coaching in der Regel halb so wild, wobei da jetzt auch mal oft mal geweint wird oder dass jemand wirklich wütend und aggressiv wird. Das ist normal. Wir sind emotionale Wesen. Ja? Aber wenn jetzt jemand in der Kindheit zum Beispiel massiv traumatisiert worden ist, zum Beispiel durch Missbrauch, dann können diese Gefühle extrem stark werden und sie können sich auch körperlich und sie können sich auch im Verhalten und in ihrer Dauer deutlich intensiver zeigen, weit über ein, ich sag mal, Weinen oder Wütendsein hinaus. Und wenn die Person dann nicht eine gute Grundstabilität hat und sich auch schon gute Bewältigungsstrategien erarbeitet hat, dann kann es im schlimmsten Fall sogar zu einer Retraumatisierung kommen. Und deshalb sollte man da schon genau um die Implikationen wissen und auch methodisch genau wissen, ob und wenn dann auch wie man sich mit einem Klienten dieser Arbeit annähert. Man sollte damit auch wirklich verantwortungsbewusst umgehen. Mir sind da schon Sachen passiert, wo ich dachte, das geht nicht. Jetzt nicht, wo ich Coach war, aber man besucht ja auch mal vielleicht andere Gruppensessions, um zu gucken, wie da gearbeitet wird. Und ich dann manches Mal dachte, Vorsicht, einfach vorsichtig sein. Ne? Was es manchmal, das muss ich jetzt fairerweise auch sagen, mal so aus dem Nähkästchen geplaudert, manchmal schwierig macht, ist, dass Klienten nicht immer oder sagen wir mal anders, immer mal wieder nicht die Wahrheit sagen. Die sagen dann, ja, wenn man so ein bisschen mal nachfragt, wie war es denn früher zu Hause und so,
gibt's da was? Dann sagen die, ja, die Kindheit war eigentlich ganz okay. Klar, die war vielleicht nicht ideal, aber die war okay. Und dass man ja jetzt wegen aktueller Probleme da ist. Und auf eine Art kann ich das auch total gut verstehen. Man will halt nicht auch zum Beispiel mit diesem Etikett versehen werden, Missbrauchsopfer, Gewaltopfer oder sowas. Und man will irgendwann auch keine mitleidigen Blicke mehr und all das. Man will einfach nur im Hier und Jetzt seine Probleme in den Griff kriegen. Und das kann ich echt voll gut verstehen. Es funktioniert aber nur zum Teil, wenn eben innere Wunden aus der Vergangenheit immer noch Macht haben und die Ursache sind. Dann kann ich zwar an den Symptomen arbeiten, aber wenn die darunterliegende Wunde nicht in die Arbeit mit einbezogen wird, dann wird das vielleicht nie zum gewünschten Effekt führen. Und nochmal, klar, man kann die Wunden der Vergangenheit nicht ungeschehen machen. Aber man kann sie vielleicht angemessen versorgen. Aber das macht man eben erst, wenn der Mensch heute gefestigt ist, wenn er stabil ist, dann kann man das machen. Erst dann wird aufdeckend gearbeitet. So nennt sich das dann in der Fachsprache. Es ist immer so ein bisschen so ein Abwägen und es ist wahnsinnig blöd, als Coach oder Therapeut, wenn es dann heißt, nee, alles ist super gewesen oder alles ist völlig okay gewesen, dann zeigt sich in der Arbeit, das kann aber irgendwie nicht sein. Was macht man dann damit? Ne? Und dann geht man einen Schritt zurück, dann wird erstmal stabilisiert. Ne? Dann wird erstmal geguckt, was hast du heute für Ressourcen, bevor man irgendwie weitergeht. So viel für heute, ich glaube, da mache ich einen Punkt als Schlusssatz des zweiten Teils zum Thema inneres Kind. Einen dritten Teil mit Fallbeispielen, den wird es sicherlich auch noch geben. Vielleicht möchte ich sogar noch einen vierten Mal sehen. Das Thema ist groß. Mich interessieren wie immer eure Gedanken dazu. Schreibt sie mir unten in die Kommentare, auch wenn ihr Fragen habt. Ihr wisst, im Podcast gehe ich darauf ein. Jetzt die Woche im Podcast kommt die nächste Folge aus Dream Plan Do. Die Sache mit dem Zukunftspodcast, ihr wisst, die Geschichte mit den Live-Coachings. Ich habe wieder einen tollen Gast und da gilt, wer den Podcast haben möchte, auf meine Website gehen, in den Newsletter eintragen. Nur dann seid ihr im Verteiler für den geheimen Link, um euch den Podcast anzuhören. Das dazu. Bin gespannt, was ihr darüber denkt. Und was bleibt mir noch zu sagen? Abonniert mich, wenn es euch gefallen hat, das würde mich freuen. Schreibt mir eure Fragen in die Kommentare. Und ansonsten habt einen schönen Sonntag. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Macht's gut, bis dahin.